ihr werdet es nicht glauben. Ich werde einfach bald nach Japan reisen. Und hier sind die Tickets. Freunde, könnt ich bitte für mich freuen? Wie gehypt seid ihr darauf? Ich werde in ein Land gehen und die Leute werden sich denken, was macht dieser Iraner hier? Oh, konnichiwa, Saitama. Ich freue mich drauf. Im Juni geht's los und ich werde für einen Scheißmonat in diesem Land Chaos anstiften. Aber darum soll's heute ja wohl nicht gehen, oder? Alle mein Kuro, guckt dir unbedingt diesen neuen Anime an. Mit dem Namen Hell's Paradise. Und ich bin heute hier, um zu gucken, ob wirklich was an diesem Hype ist, weil wirklich jeder sagt, Bro, dieser Anime wird dein Leben verändern. Es wäre mit Blumen. Jeder gute Anime fängt mit Blumen an, wir wissen das. Und mit Köpfen. Was war zu welcher Zeit spielt der Anime überhaupt? Da sind wir so in der... Bruder, der Anime fängt sehr gut an. Geil, ich liebe diese Zeit in Japan. Diese Zeit, wo einfach jeder sich gekillt hat für einmal niesen. Oder muss der Mann aus dem Toro? Nein, wisst ihr, wie er aussieht? kennt ihr die Yu-Gi-Oh-Karte? Topf der Gier? Ich blende es mal kurz ein. Das ist Topf der Gier. Und das ist das Gesicht von dem Typen. Oh, das ist der Protagonist. Bruder, was hat der für einen Nacken? Was hat der für einen Stiernacken? Er will sterben? Oh, wie düster, Junge. Okay, bis jetzt ist richtig geil. Also diese Story, ein Typ, der depressiv, unbesiegbar ist, mein Ding. Ja. Mein größter Traum ist es, irgendwann in meinem Leben einen Song für ein Anime-Opening zu machen. Was wäre das für ein Traum, Junge? Und dann einfach nur... Tschüss, was ist das für eine Ausbildung? Ninjutsu, Bruder, Rasgulagan! Er kann nicht sterben, also er kann nicht mehr verbrennen? Bruder, der arme Junge, er will sterben, er kann nicht. War keine Absicht! An wen erinnert er mich? Kennt ihr Mob Psycho? So ein bisschen Mob Psycho-Vibes. Oder so ein bisschen One Punch Man-Vibes auch. Ah, weil er abhauen wollte. Es sieht so sexy aus. Doch bevor die Sexiness weitergeht, einen riesen Shoutout an den heutigen Sponsor des Videos. Tower of Fantasy ist ein Anime-Open-World-Fantasy-Game und hat alles, was ihr euch je von einem Spiel gewünscht habt. Anime-Charaktere mit einzigartigen Designs und Stories, unglaublich epische Kämpfe, die selbst mich schockieren und eine riesige Open-World, die ihr alleine oder mit Freunden erkunden könnt. Und genau das habe ich gemacht mit dem lieben Reagan in seinem Stream. Dort haben wir Käseköpfe gemeinsam das neue Update 2.4 angezockt und es ging drunter und drüber. Hab ich, Schatz! Tschüss! Wenn die Stress machen, dann machen wir halt auch Stress. Auf der neuen Map könnt ihr im Ozean abtauchen, einen auf Findet Nemo machen, Thaddäus jagen. Oh, was macht Thaddäus da? Bruder, wir haben gerade Sushi gegessen, von daher. Na, von daher, wir sollten eigentlich mal die Klappe halten. Und die riesige Unterwasserwelt auseinandernehmen und ja, das taten wir dann auch. Was macht der denn da? Okay. Natürlich hat Tower Fantasy noch viel mehr zu bieten, neben der tollen Landschaft, verrückten Kämpfen und sowas. Hör mal kurz die Musik. Das ist mein Skill gewesen. Dann haben wir uns gewagt, Figuren zu ziehen und anfangs war das Glück noch nicht ganz auf unserer Seite. Doch auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Ah! Wer ist das? Das ist Tsubasa. Ladet euch mit dem Link in der Beschreibung kostenlos Tower Fantasy herunter, sowohl für Smartphone als auch für PC und tobt euch aus. Und hier noch ein paar kleine Ausschnitte aus unserem Stream. Gosh. Jetzt mal ernsthaft, Tower Fantasy, warum macht ihr so viel in einen Patch? Ushisaki wa... Oder ich dachte gerade, die Kuh redet. Ich schwöre bei Gott, ich dachte gerade, die... Also langsam übertragen. Aber schöne Füße. Ey. Warte mal. Bruder. Er stirbt einfach nicht. Bring doch mehr Rinder. Okay, also anscheinend war er ein großes Tier.
Er hat sogar die Tochter geheiratet vom Chef. Oh Mann, sieh dich mal Augen. Aber sind die alle unbesiegbar oder ist nur er so? Gabimaru. Oh, sein Kampfname, Freunde. Wir werden jetzt seinen Kampfnamen herausfinden. Gabimaru. Oh shit. Geil. Hat ein bisschen Vagabond-Vibes. Was ist das jetzt? Oh nein, sie soll ihn killen. Oh shit. Okay. Was ist das denn? Okay. Hä? Was geht jetzt ab? Sagiri-dono! Hayaku koizu wo! Kashikomarimasu. Was geht jetzt ab, Alter? Holy shit! Oh, diese Animation. Oh, diese Animation. Die machen mich kaputt. Die machen mich als Mensch kaputt. Oh, wie cool kann man sein? Wie kann man so cool sein? Er liebt seine Frau. Was labert der? Hat er nicht gerade so über diese Scheiße gelabert? Aber. Oh Mann, das ist so süß. Das fühle ich. Oh, er ist schüchtern. Er ist schüchtern, er hat diese Oh shit! Komm schon, Gabi. Der Typ vier Werkzeuge gebrochen, bis er merkt, dass das Schwert weg ist. Junge, was hat der für komische Komplexe? Ich bin hässlich. Bruder, der klingt ja fast schon wie meine Zuschauer. Got you. Selbstbewusst, Leute. Sei selbstbewusst. Ja. Hat sie eine Narbe im Gesicht? Die Narbe sieht aus wie ein Pimmel. Gott, ist das so assi. Ich bin so assi. Jetzt check ich's. Er wollte aufhören damit. Aber der Chef hat gesagt, du Scheißdreck. Monatsfrist sind 5 Monate, du Bastard. Scheiß, was du tun. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ich habe Hass. Was? Boah, das geht jetzt an. Was ist das für Anime? Okay, wir haben eine Lösung. Aber wie kriegt ihr das Ding? Okay. Du musst ins Paradies reisen? Hält sich gar nichts mehr. Schöner Ort. Sehr, sehr schöner Ort. Sehr, sehr schöner Ort. Okay. Darunter sind Leichen. Darunter sind alle zusammen Leichen. Er muss das Elixier finden. Oh mein Gott, die schicken ihn auf diese komische Insel, wo Leute zu Blumen werden, aus Versehen. Wie eine Maya mäßig. Und wenn er schafft, das Elixier zu finden, dann ist er frei. Oh shit, das ist krank geschrieben. Oh, die wissen, wie man sowas schreibt. Die wissen, wie man eine Story aufbaut. Okay, er muss Elixier finden. Oder Topf der Gier soll mal die Schnauze halten. Weint. Ninjutsu ga mitai to itte ta na. Oh mein Gott, er packt sein Ninjutsu aus. Er packt sein Ninjutsu aus. Holy shit, sieht das gut aus. Leute, ich bin farbenblind und ich erkenne die Farben trotzdem. Holy shit, Ninjutsu aus. Was geht denn hier? Oh mein Gott, wer ist Sukuna? Wer ist Gojo? Das sah schon extrem sexy aus, ey. Holy shit.
私についてきてください。まずは江戸へ行き。直接島に行けばいいじゃん。遠回りだろ、面倒な。Das wird ein kranker, kranker Anime. 君のために。Oh, das war ein gutes Ende für die erste Folge. Geil, Leute. Das ist mal ein geiler Start für ein Anime. Das ist mal ein richtig geiler Start. Das ist ein Start, der geil ist. Hab ich erwähnt, dass das ein geiler Start ist? Kein Scheiß. Der Anime sieht extrem geil aus. Und ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht noch eine Folge gucken. Ich weiß. Tokyo Revengers. Wir haben angefangen, irgendwo aufgehört. Gefühlt alle anderen Anime, die wir die erste Folge geguckt haben, aufgehört haben. Ja, ich weiß. Aber er gefällt mir. Schöner Mann, schöner Mann. Aber ihr entscheidet, Leute. Sollen wir noch eine weitere Folge gucken? Ich glaube, die nächste Folge kommt in 2 Tagen aus. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare und lasst ein Like da. Bei 10.000 Likes schwöre ich euch. Heiliger Promise, kommt die zweite Folge. Ich glaube, die nächste Folge wird nochmal umso crazier. Und wir lieben crazy, oder? Freunde, das war's von mir. Schreibt auch in die Kommentare, was ihr zu der Japan-Reise sagt. Wollt ihr jeden Tag Vlogs? Wollt ihr nur einmal die Woche Vlogs? Mit wem in Japan soll ich was drehen? Ich habe keine Ahnung. Was ich schon in Japan? Worauf soll ich mich vorbereiten? Soll ich mir so Kimonos besorgen? Ich freue mich, euch mitzunehmen. Und zusammen eine richtig coole Zeit in Japan zu haben. Vergesst nicht, Tower of Fantasy runterzuladen. Den Link in der Beschreibung. Kostenlos Anime-Game mit Liebe. Das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Passt auf euren güldenen und Chinchi noch. Bis denn. Oh, 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 oh. Topf der Gier.